Leck mich am Arsch, mach ich den ganzen Dings hier ab. Bist du dumm? Jetzt hat er einen. Oh! Wow, 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 du! Oh. Siehst du? Toll! Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Willst du mich hier umbringen? Nein, ich wollte doch nur. Junge. Du bist schwarz. Wow! Puh, wie soll das ich mache nichts, ich stehe hier ganz brav. Jetzt sieh zu, ich habe noch 4 Leitern. Oh, das ist ja Gravel, ich wollte Cobblestone. Huch! Ew, was ist hier ein Fahrstuhl? Da unten liegt eine schöne Leiter. Hup. Oh, da hat jemand eine Leiter frisch gesetzt. Hup. Beziehungsweise Seile. Da hat jemand Seile falsch gesetzt. Oh, jetzt habe ich kein Dings mehr. Oh, oh, Bennett. Komm nicht höher. Bennett, stopp, stopp, stopp. Wir sterben sonst. Was ist denn? Du musst wieder runter. Und ich muss hinter dir her. Und dann... ich muss unten warten, bis du oben wieder fertig bist. Sonst gehen wir hoch. Ich habe aber nur noch 10 Seile. Dann müssen wir halt hacken, den Rest. Nein, wir machen doch nicht das L kaputt. Du könntest ja wieder ganz machen. Ich baue mal die Workbench ab, ja? Ach so, ja, stimmt, ja. Brauchen wir jetzt ja nicht mehr hier unten. Wir sind ja auch bescheuert. Achtung, ne? Da kommt ein Seil runter. Ein Seil? Oh, habe ich aufgenommen. Oh, schweres Seil. Es wird dunkel. Du hast nicht gerade zufällig noch Seile? Seil? Ja, kommt aufs Textshop an, bei mir sind Seile. Oh, ach so. Du meinst Leitern. Nein, ich habe keine Leitern. Aua, mehr. Ah, toll. Ah, ich hänge. Ich gebe dir die Schuld. Warum? Keine Ahnung, irgendjemand muss die Schuld haben. Ach so, aus Prinzip. Mhm. Wir könnten ein paar Steaks aneinander kleben. Steaks? Ja, ich habe hier noch rohe Steaks. Die kann man bestimmt total gut aneinander kleben. Ich habe auch noch ein Spinnenauge. Irgendwie, wenn man an einer Leiter sitzt, dauert es viel länger, was abzubauen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen ätzend. Ätzend? Das ist ein bisschen ätzend. So ätzend, ätzend. Es nächtelt sehr. Ach nein, ich habe schon Licht gemacht hier unten, weil mir das so unheimlich wurde. Am Ende spawnt hier noch was. Ach doch, nicht in unserem L. Ich grusi mal. Also ich erkläre das nochmal mit dem L-Space. Der L-Space oder auch der L-Raum ist ein Raum, so ähnlich wie das Raum, wie ein Wurmloch. Und da kann alles passieren, was man auch nur sich vorstellt. Und das ist von Terry Pratchett. Zum Beispiel, dass auf einmal 100 Diamanten da unten rumliegen? Ja. Okay. Vor allen Dingen sowas. So, ich bin oben und du? Oh, sag doch was. Ich komme. Wow, 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 scheiße, scheiße. Ich komme nicht. Oh. Ein Tief hat mich runtergeschossen. Ich glaube, das war eine Spinne. Ich bin an die runtergeschoben. Du hast Eier dabei? Wieso hast du Eier dabei? Lass meine Sachen in Ruhe. Ich hab nichts genommen. Klar doch. Höchstens deine Eier. Nein, nicht mal die. Doch, ich hab keine Eier mehr. Doch, da acht. Doch, du hast noch Eier. Ich hab deine Eier nicht. Aha, und wo ist mein Eisen? Das für Eisen. Eisenohr. Das kann ich natürlich haben, egal. Das frage ich nicht. Wo bist du überhaupt? Ach, da ist ich. Ich gehe hoch. Ich gehe erst, wenn du fertig bist. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Du hast nicht rein zufällig irgendwie noch Holz mit? Ich habe dein Diamantschwert. Ey, stimmt, das fehlt mir. Ey, gib mein Diamantschwert wieder. Ich brauch das da oben. Warte. Ich mach das ja nicht. Da oben werde ich gekillt. Ja, warte. Ich werfe dir dahin. Jetzt hast du. Vielen Dank. Oh. Da oben werde ich noch gekillt. Oh, ich habe noch ein Diamantschwert. Wie viele Diamantschwerte hattest du? Oder war das meins? Ich hatte nur eins. Glaube ich, oder? Keine Ahnung. Na, dann habe ich jetzt eins. Schenke ich dir. Danke. Bitteschön. Bist du weg? Ob ich weg bin? Also weg von der Leiter. Warte.
Jetzt bin ich weg von der Leiter. Okay, komm. Vergiss nicht nochmal hier runter. Das wird uns echt gruselig. Das war gemein gefährlich. Wieso hört denn die Leiter hier? Mich verarschen. Musst dich hochgraben. Du hast doch einen Arm auf. Du kriegst über die Steine weg und dann pümpelst du sie unter dir wieder hin.